Hallo, Ladies and Gentlemen. Hört man mich? Ich hoffe, ja. Ja, doch, man hört mich auf jeden Fall. Nice, nice, nice. Ich mache mir gerade die Musik ein bisschen leiser. Ein bisschen auf entspannt hier. Ich heiße euch recht herzlich willkommen heute zu dieser Vagals Academy Number One. Mein Name ist Andrea Zeudo. Ihr kennt mich auch von zeudografie.de. Mittlerweile seit 2019 und jetzt auch dieses Jahr vor Weihnachten noch offiziell gelauncht. Vagehals Media, meine Medienagentur, die Weiterentwicklung von Zeudografie. Alles rund ums Thema IT, Homepages, Fotografie, Kreativität, Tipps, Tricks, Bildbearbeitung, alles dabei. Ja. Und ich weiß nicht, ich sehe jetzt gerade, ich muss schauen, das ist mein erster Stream heute. Ich sehe jetzt leider nicht, wie viele Viewer wir haben. Wir haben nicht so viele Viewer. Ich rede einfach drauf los. Wer jetzt zuschaut, schaut zu. Wer nicht, nicht. Wenn ihr auf der Vagals Academy Page seid, dann, das ist auch ein YouTube Stream. Ja, das heißt, ihr könnt auch da drauf drücken. Dann landet ihr direkt auf YouTube und könnt mit der YouTube App auch mit mir chatten. Dann, also ist am besten am PC anzugucken und da in den Chat zu gehen auf YouTube. Es ist einfacher, wie den komischen Link von meinem Kanal und so weiter zu teilen. Genau. Und wie gesagt, heute als erster Part, ich mache jetzt mal die Mucke aus hier. Als erster Part heute haben wir das Thema. Haben wir das Thema Color-Porträts. Ja, ich habe vorhin ein paar Porträts geschossen mit zwei Blitzen hier mit meiner guten Sony A7 III mit einem ganz normalen 50mm Objektiv von Sony habe ich da drauf. Stativ, drei Lichter habe ich da benutzt, das erkläre ich gleich nochmal im Detail. Und ich würde sagen, wir hopsen einfach direkt rein und ich schalte mal hier um auf meinen Screen. So solltet ihr eigentlich alles sehen. Ich habe auch nochmal hier eine da auf der Seite vom Bildschirm. Wundert euch nicht, wenn ich irgendwie darüber gucke, da ist nämlich mein zweiter Bildschirm, da sehe ich, was passiert. Genau, habe ich die meine Links nochmal, meine Homepage und meine Instagram-Seite, der ihr gerne folgen könnt. Das würde mich natürlich freuen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch im YouTube-Channel ein Abo dalassen, wenn ihr da nichts verpassen wollt, wenn ich wieder Livestreams mache, etc. So, ich gehe gerade mal in Capture One. Ich mache gerade kurz hier noch Discord aus, dass da keiner nervt. Das wollen wir auch nicht. Genau, ich gehe gerade mal in Capture One, habe hier das schon mal vorhin importiert. Also, es sind jetzt keine kranken Bilder oder so. Ja, es sind halt so ein paar Shots, die ich gemacht habe. Und hier ist zum Beispiel, ja, also ich habe halt Selbstporträt gemacht, wie man hier sieht, manchmal knackt der Fokus dann halt auch nicht rein. Was habe ich jetzt hier gemacht? Genau, manchmal knallt der Fokus nicht rein, das sind dann Schrottbilder, die kommen gleich weg. Ja, keine Ahnung, irgendwie hier. Also das Setup war relativ einfach, hier von der Seite ein Blitz mit orangem Licht, von der Seite ein Blitz mit blauem Licht und von vorne relativ schwachen ein Blitz mit, also mit niedriger Power sozusagen, als Hauptlicht so von leicht oben, um hier hier sieht man auch die Reflexion, um hier die natürliche Farbe auch, und das Catchlight im Auge hier nennt man das ja, ne, diese
diese Spiegelung im Auge plus das natürliche Hautbild darzustellen, aber trotzdem diesen Effekt mit den Farben. Komplementärfarben Orange und Blau, ja, ist natürlich ganz nice. Und ja, hier sieht man auch schon unscharf. Es ist erstmal hier Culling. Jetzt suchen wir erstmal eins. Hier habe ich einen auf Poser gemacht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist auch, glaube ich, ganz okay. Da gucke ich ein bisschen weird. Hier gucke ich ein bisschen wie ein Massenmörder. Und hier gucke ich ein bisschen schief. Ich glaube, wir nehmen das hier. Das gefällt mir jetzt am besten. Ja, guck halt so ein bisschen grimmig, aber eigentlich doch ganz freundlich. Hab eine gute Separierung, hab hier hinten den Hintergrund, der auch hier schon im Stream zu sehen ist, ist der Hintergrund hinter mir, den ich hingestellt habe. Und genau, das ist jetzt Capture One. Manche nutzen Lightroom oder sonstiges, macht eigentlich nichts. Wir wollten jetzt Photoshop komplett machen, das heißt, wir machen Photoshop. Ich öffne mal Photoshop schon mal im Hintergrund und guck gerade mal, das ist die 7335. Ich glaube, da kann ich auch irgendwie in Explorer Anzeigen machen. Bei Capture One, genau. Und dann 7335. Genau, das ist jetzt, wie gesagt, ein RAW-File von Ding. Ups, ja, das Vorschau funktioniert sehr gut. Aber das ist das Bild. Genau, dann gehe ich in Photoshop und sag Datei öffnen. Und gibt den Ordner an 7335 und öffne die File. Okay, hat sich immer noch abgedatet. Welcome to Camera Raw. Dann geht Camera Raw auf. Camera Raw ist der Raw-Converter von Photoshop. Ja. Dazu gibt es jetzt halt noch Capture One zum Beispiel. Capture One ist auch ein RAW-Converter, wo man jetzt zum Beispiel, wo ich natürlich zum Beispiel, wenn ich viele Bilder habe von der Hochzeit und so weiter, arbeite ich fast nur mit Capture One die größte Zeit, weil ich da halt massentauglich gut mitarbeiten kann, sage ich mal. Aber, und jetzt hat mir jemand geschrieben hier auf Insta, ich kein Problem oder so. Okay, hat reagiert, ist dabei, okay. Genau, aber wie gesagt, Capture One nutzen wir jetzt in dem Fall nicht. Das habe ich jetzt nur für mich zum Raussuchen. Wir nutzen jetzt den eigenen, hauseigenen Konverter von Adobe. Ich mache das auch gerade mal hier ein bisschen groß, dass ihr das Vollbild sehen könnt. So, dass es noch relativ nicht vom Logo verdeckt ist. So, genau. Grundlegend hat man hier oben auch Histogramm. Ja, das ist jetzt relativ zentral beleuchtet. Ein bisschen mehr Blau, wie man hier sieht. Aber ja, passt. 50 mm, Blende 2.5, ein 320. Sekunden und eben ISO 50 und geblitzt. Durch das haben wir dann hier das schön knackig scharfe Bild mit unseren 24 Megapixeln, was die Sony hat. Und ja, genau. Hier standardmäßig ist hier schon Schärfung drin, die nehme ich immer raus. Also ihr müsst entschuldigen, das mache ich vielleicht nächstes Mal anders. Photoshop ist hier Englisch, aber ich sag's euch, wie es auf Deutsch heißt. Also unter Detail Schärfung habe ich jetzt nochmal komplett rausgenommen, um die Schärfung nachträglich hier zu entfernen, weil das kann ich immer noch später machen. Ja. Ich fange mal hier oben an. Farbprofile sind Dinge, die lasse ich meistens auf Standard Adobe Color. Man kann jetzt auch hier Porträt nehmen. Da sieht man jetzt schon, es wird hier ein bisschen entsättigt. Die Helligkeit wird ein bisschen rausgenommen. Ist ganz nice. Könnte man es in dem Fall sogar nehmen. Oder vielleicht sogar Standard. Ist dann noch flacher, weil wir jetzt die Farben ja auch noch ein bisschen rausarbeiten wollen. Aber wir lassen mal Color auf Standard. Ansonsten Weißabgleich natürlich. Hat es jetzt automatisch gemacht. Kann ich ja nochmal auf automatisch klicken. Ist so ein bisschen satter. Oder man kann hier ein Grau, ja, dann wird es ein bisschen hässlich, deswegen. So hat es die Kamera erkannt, so sagt Ding, hier Photoshop, Ding, dass es besser ist. Ich würde sagen, irgendwo dazwischen ist die Wahrheit für mich gerade. Also, das ist jetzt bei so einem Farbporträt. Ich habe jetzt hier nichts, ich habe ein graues Oberteil, grauer Hintergrund. Die Wand ist grün bei mir. Man könnte es mal probieren hier auf der Reflexion mit der Pinzette hier, Pipette. Das wäre jetzt so, wie es reell aussieht wahrscheinlich, ja. Also kann man jetzt so machen. Aber ich will irgendwo so ein bisschen mehr Blau, weil ich das cool finde und das kann ich immer noch später so. Gehe ich irgendwie so rein, ja. Also das ist eine sehr subjektive Sache, ja. Da muss jeder jetzt wissen, was er da will. Helligkeit passt eigentlich, würde ich sagen. Ich könnte hier jetzt noch ein bisschen, wobei helligkeitsmäßig man sieht, Blau ist hier so oben im Limit im Histogramm.
Schatten sind hier auch relativ. Schatten will ich noch ein bisschen zurückholen. Wie gesagt, das mache ich alles nochmal. Deswegen hält ich das hier unten nochmal auf, dass wir die Details an meinem grandiosen Unterarm haben. Und Kontrast und so weiter mache ich jetzt gar nichts momentan. Highlights auch relativ flach. Alles auf entspannt. Textur und so weiter braucht man alles gar nicht. Hier mache ich wirklich nur Grundbearbeiten. Auch Color und so weiter machen wir gleich alles und mache dann hier unten rechts erledigt. Ja, wenn man sagt Open, öffnet es nur das Bild ohne die Anpassung, wenn ich hier unten rechts sage. Also seht ihr jetzt gar nicht. Moment. Hier unten die zwei Haken, hier gibt es Öffnen, dann öffnet es das jetzt ohne die Bearbeitung, die ich hier gemacht habe, die kleinen, und hier unten rechts mit dann, in dem Fall bei euch fertig auf Deutsch, öffnet das Bild nicht, sondern ich habe es falsch gemacht, oh mein Gott. Ich benutze meistens aus Lightroom. Vorführeffekt, Leute, es ist der erste Stream, aber der hat jetzt die Anpassungen. Man muss eben doch auf Open klicken. Ja, alles klar. Genau, einfach Open. Pff, nicht dann, ich bin dumm. Audi-Frage kennen viele. Das ist, wenn das Kamera auf RGB-Profil eingestellt ist und das Arbeitsprofil ist jetzt RGB, das sind Farbprofile. Viele klicken das einfach weg und konvertieren das und wundern sich, dass die Farben dann anders sind, wie sie es gerade gesehen haben. Ich mache hier immer Use the Embedded Profile, also den oberen, das eingebettete Profil verwenden, um jetzt sozusagen die gleiche Ansicht zu halten, die ich gerade hatte. Ja. Kurze Info zu Photoshop. Ich habe hier meine History, also mein Verlauf, mein Protokoll heißt es auf Deutsch, habe ich hier etwas größer gezogen, weil ich damit gern zurückgehe, manche Schritte und der gern übersichtlicher habe. Hier rechts unten sind die Ebenen, die solltet ihr eigentlich noch sehen. Und hier oben ist der Navigator, der irgendwie riesengroß ist hier, warum auch immer. Und genau. Dann haben wir das Bild. Das allererste, was ich jetzt mache, in dem Fall, ist zuzuschneiden. Also gefällt mir halt jetzt gar nicht die Art hier. Und dafür nutze ich hier links oben das Zuschneidewerkzeug oder das C. Also die Taste C ist das Crop Tool. Und dann kann man hier oben eine Aspektrate auswählen. Ich persönlich, also Standard ist 2 zu 3. Ja, das ist so das Format, was die Kameras machen. Ja, wie man es kennt und liebt. Ja, also so zum Beispiel. Und ich persönlich nutze aber 4 zu 5 gerne. Ist so mehr der Mittelformat-Look, in Anführungsstrichen. Also Mittelformat-Kameras sind eher 4 zu 5er Aspektrate, also Verhältnis. Und das ist schon ein bisschen schöner, weil das etwas zwar oben und unten abschneidet, aber also es ist noch kein, es ist ein schöneres Rechteck, es ist ein zu langgezogenes Rechteck. Ich finde es allgemein schöner. Ja, es ist Geschmackssache. Ihr könnt es jetzt auch, wenn ihr das für Instagram, was weiß ich, wenn ich das jetzt für Instagram machen will und sag, ich will das als Center, ja, so zum Beispiel, und möchte das jetzt hier als Viereck füllen, was auch eine coole Funktion ist in Photoshop. Wir können es mal testen. Hier oben der Haken inhaltsbasiert füllen, das heißt auf Englisch Content Aware, was irgendwie kürzer und schöner ist. Müsste es jetzt eigentlich diesen linken Bereich hier auffüllen? Wir können es mal kurz probieren. Aber ich glaube, wegen dem Arm, der abgeschnitten ist, ich weiß nicht, ob er das. Okay. Ja, das haben wir nicht. Aber ja, ihr seht, es ist krass eigentlich, außer der Arm. Bizeps, yo. Aber hier der Hintergrund, das hat das trotzdem Blauverlauf hier, hat er wirklich schön gemacht, ja. Aber ja, also ich möchte es nicht viereckig. Ich möchte es in meinem. Ich mache es jetzt heute mein Style. Zeulo-Style, Waagehals-Style. Und genau, ich gucke, dass ich hier oben hier die Drittelregel beachte und hier eigentlich Mitte Augen. Beziehungsweise in dem Fall versuche ich sogar ein bisschen jetzt noch hier das unten, der Schnitt gefällt mir eigentlich schon, dass man noch den Arm sieht. Und das soll er das rechts hier auffüllen. Und hier mache ich es jetzt so.
So ungefähr das Auge hier über dem, also die Drittelregel kennt ihr, die Punkte, die sich hier schneiden, sind die interessanten Punkte fürs Auge. Da guckt ein Auge immer gleich hin. Man kann in manchen Fällen, jetzt hier bin ich gedreht, aber in manchen Fällen ist auch ein Center Frame, also das mittig zu positionieren, also so zu positionieren, interessant. Kommt immer aufs Bild drauf an. Jetzt in dem Fall Porträt-Style. Ja, lasst man hier ein bisschen, oben ein bisschen und rechts ein bisschen. Und dann, ich denke, so ungefähr. Gefühlt, würde ich sagen, passt es. Ja, und gehe hier oben nochmal Content Aware, inhaltsbasiertes Füllen an und sag okay. Und dann ist das Ding gemacht. Ist da auch ein Moment? Ich hoffe, ihr hört mich alle, seht mich alle. Wir schreiben auch noch ein paar Leute. Ich hoffe, die. Ne, wo ich sage, ich kann ich nicht hören. Genau. Und jetzt hat es das Gefühl, und ihr seht jetzt hier rechts, ja, also nochmal vorher. Und hier haben wir dann ja wirklich ein Stück auffüllen lassen, muss ich sagen. Gefällt mir. Hat er jetzt gut gemacht mit dem Orange. Genau, so. Das war das. Wichtigste Regel, die ich auch immer jedem empfehle. Photoshop hat ja Ebenen und Ebenen sind natürlich für viele, kennen das nicht. Ja, Ebenen sind halt ein super Werkzeug, um non-destruktiv zu arbeiten. Das heißt, ihr könnt in Photoshop einzelne Arbeitsschritte aufteilen auf Ebenen. Ja, sozusagen, das sind wie Schichten oder ich stelle es mir vor, wie so Schichten auf einem Burger, ja, und kann halt sagen, ich habe das Grundbrot, ja, dann kommt mein veganes Patty drauf, dann kommt mein Salat drauf, dann kommt meine Soße drauf, ja, und so weiter und so fort. Ja, und so könnt ihr aber auch sagen, ihr wollt nur die Soße wieder runter machen, wenn die Soße doch zu viel war. Beim Burger geht es nicht, bei Photoshop geht es und dafür gibt es die Ebenen, die sind hier unten rechts. Und was cool ist, die kann man ein- und ausblenden, die kann man miteinander vermischen, ja und so weiter. Wenn man Anfänger ist, kennt man das vielleicht nicht, ja, deswegen war das nochmal kurz da ausgeufert. Aber ich dupliziere die Ebene, indem ich die einfach hier unten auf das Plus ziehe, beziehungsweise Steuerung J oder Command J am Mac. Also Steuerung, Shortcuts sind immer beim Mac mit CMD, also mit Command. Und da könnt ihr mit Steuerung J hier die Ebene duplizieren, die Ebene duplizieren. Hier rechts unten seht ihr, jetzt ist es nochmal erschienen. Und wenn ich die jetzt ausblende, ist es einfach zweimal. Wenn ich beide ausblende, jetzt habe ich zweimal das gleiche. Und so habe ich sozusagen jetzt mein Grundding. Das kann ich jetzt ja auch mal unten Grund oder Anfang, nenne ich das einfach mal so. Und das ist jetzt hier Ebene 1. Ups. Oder ja. Säubern. Nenne ich es mal. Ich nenne es säubern. Weil säubern, ich fange immer an. Mein erster Arbeitsschritt ist, Unreinheiten zu entfernen. Ja, also sprich, ich habe so ein paar Sachen, ich habe so ein paar Muttermale, die ich nicht mag. Ja, also das ist auch ganz wichtige Sache, wenn ihr Leute fotografiert und die haben so Alanis Morissette-mäßig hier so ein Muttermal zum Beispiel und ihr stempelt es denen weg, dann sind die manchmal angepisst. Ja, also ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich mag das nicht. Ja, ich nutze jetzt das Punktheilungstool, Spot Healing Tool. Das ist hier unter dem Shortcut J. Genau. Die Shortcuts kenne ich gar nicht auswendig, muss ich sagen. Und mit dem könnt ihr dann mit einer Größe einfach hier auf die Stellen. Und ich arbeite jetzt hier rechts auf dieser Säubern-Ebene. Wenn ich seht ihr, wenn ich hier ausblende, sieht man die Muttermale wieder und machen wir jetzt hier diese paar Punkte weg. Das ist einfach so eine persönliche Sache, die ich mache. Ich habe auch dieses Ding an der Hand. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, da hat mir mal in der Schule jemanden einen Bleistift reingerammt und seitdem habe ich da so ein komisches Ding an der Hand und ich mag es einfach nicht, deswegen zack, weggemacht. Ich mache natürlich jetzt keine ultra krasse Beauty-Retusche. Ich weiß nicht, da habe ich glaube ich gerade irgendwie was gegessen, habe ich irgendwas an der Lippe. Aber irgendwie so ein Pickel an der Lippe, kommt auch weg. So. Hier habe ich jetzt auch zum Beispiel das Barthaar, das helle Barthaar nervt mich jetzt hier. Das mache ich dann gerade so ein bisschen weg, weil manche Haare hier so, man wird älter, ne? Die werden grau und die reflektieren dann. Die werden dann so super hell. So auf den ersten Blick passt es. Auch hier vielleicht einmal kurz drüber, dass sie ein paar mal wieder rasieren bald hier. Also was ich zum Beispiel bei Männern gar nicht mache, ist jetzt so extrem, die halt auf Beauty zu trimmen. Also
dass sie aussehen wie 10. Ja, jünger könnte ich jetzt auch machen, habe jetzt aber keinen Bock drauf. Und ich glaube, ich habe hier irgendwo an der Nase, habe ich noch einen Pickel gehabt. Genau, das habe ich auch. Ja, so. Das ist auch mal weirdo, das Ding hier. Das hier auch. Das muss doch mal auch weg. So. Hier habe ich auch mal so Seltsames. So. Genau. Und das ist eigentlich das. Und so könnt ihr natürlich jetzt auch. Sonstiges gesagt, ich muss sagen, ich habe trotz 33 Jahren, bald 34, ich sehe gerade Fokus, ich hau hier nicht so an Flieg. Ja, ist natürlich mit Autofokus, habe ich jetzt auf der Nase fokussiert. Schande über mein Haupt, hat mir jetzt aber auf dem Ausdruck auch am besten gefallen. Ist auch so eine Regel. Hey, wenn ich das Bild nachher für Instagram nutze in der Größe, ja, als Profilbild oder sonst was, sieht das kein Mensch mehr. Ob das 100% scharf ist, das ist nur für so ganz krasse Pixelpieper. Kann ich euch auch sagen, oder sei gesagt, ist meine Meinung. Manchmal jetzt der Shot, wie gesagt, mir gefällt das Lachen am besten. Ich sehe jetzt gerade, okay, imperfekt. Fokus ist hier, weiß nicht, wo der Fokus ist. Alles 50 mm ist auch nicht das Krasseste, was Fokus angeht. Blende 2,2, Autofokus, Selbstauslöser, ja. Auge ist nicht 100%. Aber wie gesagt, ich glaube, es tut keinen Abbruch, wenn man es so betrachtet. Sehe ich jetzt kein Problem. Wir können es ja noch ein bisschen nachschärfen. Genau, wie gesagt, Säuberungsebene, wie gesagt, ich mache da gar nicht so viel. Zieht man nochmal vorher, nachher. Hier sieht man so ein paar kleine Hautunreinheiten. Habe ich da weggemacht. Aber jetzt nichts, wo man sagen würde, Mensch, auf deinem Tinder-Profil hast du anders ausgesehen. Was ich auch noch habe, ist diese komische Mini-Warze da im Auge. Die nervt mich auch irgendwie. Die sieht man auch irgendwie immer. So, genau. Und das ist vielleicht so. Aha. Da ist auch irgendwie was an der Brille. Ja, da bin ich mal runtergefallen, die Brille. So. Aussehen. Und hier was auf der Brille. Wenn ich jetzt nochmal so drüber gucke, ich muss aufhören schon. Okay, so. Ja, so Kleinigkeiten, die beim ersten Blick, es ist nicht viel, aber auf den ersten Blick, es hat einen cleaneren Look, es sieht sauberer aus, es sieht aufgeräumter aus. Hier Bizeps größer machen müssen wir nicht. Hier habe ich auch nichts. Alles gut. So, okay. Keine Soßenflecken auf der Brust. Oh Gott. Genau, das war das. Das ist die Säuberungsaktion. Was ich dann mache, ist die Ebene zweimal zu duplizieren. Genau, habe ich jetzt säubern. Copy nenne ich. Nenne ich. Halt einmal. Einmal hätte gereicht, by the way. Zweimal wollen wir später. Nenne ich Dodge and Burn. Dodge and Burn ist ja der Begriff schlechthin, wenn es um Retusche geht. Ist aber gar nicht so ein Hexenwerk, also ich habe die Ebene kopiert. Jetzt lege ich eine neue Ebene an. Beziehungsweise, wenn ich Alt klick, also Alt gedrückt halte und auf unten auf rechts auf das Plus klicke, dann erscheint hier diese Maske und die nenne ich jetzt Grau. Und hier kann ich sagen. Leiten ist aufhellen auf Deutsch. Genau, und dann kann man hier with lighten neutral color. Sorry, weiches Licht, ich bin falsch. Oh Gott, ich bin schon lange in Photoshop, vergiss das. Softlight. Softlight ist weiches Licht, Lighten ist aufhellen, genau. Softlight, weiches Licht, das brauchen wir. Und da gibt es dann Fill with Softlight Color, also mit einer neutralen Farbe grau füllen und mach okay. Und jetzt hat es hier, wie ihr seht, rechts unten eine graue Ebene gemacht, aber wir sehen nichts, wenn ich die mal hier auf der Ebene auf normal stelle, ist es eigentlich hier eine Ebene. Kann man jetzt auch einfach mit einem 50% Grau zum Beispiel hier einfach die Ebene füllen und dann kann man diese hier rechts unten auf weiches Licht stellen und man sieht es, man sieht gar nichts. Ja, das ist gleich, ja, ist keine optische Illusion. Das ist der Trick dabei, weil auf dieser grauen Ebene arbeiten wir jetzt und zeichnen Schatten und Licht nach. Ja, das heißt, alles was hell ist, machen wir heller und alles was dunkel ist, machen wir irgendwie dunkler. Bei weiblichen Porträts kann man auch noch quasi ein fehlendes Make-up ausbessern, wie Highlighter und so weiter. Das ist nichts anderes, was Frauen mit Make-up machen, vom Prinzip her. Ja, also Frauen, die zuschauen. Wenn ihr Dodge and Burn, macht nichts anderes wie Highlighter setzen und keine Ahnung, wie nennt man das?
Blush aufbringen, irgendwie halt, dass eure Wangenknochen besser rauskommen, etc. Ich mache jetzt hier keine übertriebene Retusche. Ich nutze jetzt hier, um das Bild den Pop zu geben, sage ich immer, die 3D-Transparenz, den 3D-Effekt zu geben. Dafür nutze ich jetzt einen Pinsel auf B, Brush Tool, also der ganz normale Pinsel hier links, Brush Tool. Und dafür nehme ich auch immer einen ganz weichen Pinsel auf 0%. Und ich gehe immer mit Faustformel bei Porträts, so ein Schnitt 350 Pixel, ja, das ist ungefähr die Größe, wie ihr jetzt seht. Oder halbe Stirn, aber kann man ja auch anpassen. Und jetzt nehme ich nichts anderes, wie hier unten gehe ich auf dieses kleine schwarz-weiß-Symbol, was nicht, ob man das sieht, neben der Farbe hier und klicke da drauf. Das ist auch die Taste D wie Dora. Und dann setzt es auf schwarz und weiß zurück. Und ich kann jetzt mit X, kann ich hier mal umschalten. Wie ihr seht, weiß, schwarz, vorne, hinten. Das sind die Farben, die Vordergrund- und die Hintergrundfarbe. Und die Vordergrundfarbe, mit der malen wir immer, ja, wie ihr jetzt seht. Und mit der Hintergrundfarbe passiert erstmal nichts. Aber jetzt kann ich mit X hier halt umschalten und kann hier malen. Und was jetzt hier noch wichtig ist, weil wie ihr gesehen habt, wenn ich jetzt hier meine Haare mal male, jetzt, keine Ahnung, gibt es so einen richtig, richtig hässlichen Schimmer hier. Ja, das ist viel zu viel, was da kommt. Deswegen gehe ich hier oben auf Helligkeit und stelle hier ein 10%. Genau, und jetzt kann man ganz subtil. Ups. Genau, habe ich irgendwie den falschen Pinsel? Zack, war ich. Genau. Und kann ganz subtil hier manche Sachen nachmalen, zum Beispiel mein Bart, dass er ein bisschen dunkler wieder wird. Ja, ist bei Männern natürlich immer ganz gut. Ich könnte es auch hier nochmal unterm Arm die Schatten wieder reinzeichnen, dass es ein bisschen. Hier die Kante. Da muss man auch so ein bisschen Auge dafür kriegen. Ich meine, hier ist relativ hell. Ja, es gibt nicht so viel Schatten, weil er jetzt überall die Farbe. Ich sehe jetzt auch gerade, das ist natürlich jetzt mit dem Hintergrund. Ja, durch den Hintergrund sieht man es jetzt extrem, weil ich habe einen grauen Hintergrund. Da müssen wir nachher noch was machen. Beziehungsweise es gibt dann auch einen Trick. Genau. Das gefällt mir nicht. Und da habe ich jetzt irgendwie vorher noch falsch eingestellt. Ich fange nochmal an. Da fangen wir nochmal an. 10%, genau. So, wenn ihr natürlich ein Ding habt. Irgendwie passt das halt nicht. Wenn ihr natürlich einen Stift habt, zum Beispiel, so ein Wacom-Tablet, dann könnt ihr auch damit das mit per Druck hier oben könnt ihr den Druck aktivieren und könnt da ein bisschen, also hier ist der Druck, glaube ich, und dann könnt ihr auch mit dem Tablet natürlich ganz ganz fein arbeiten. Ja. Ich gehe nochmal hier ein bisschen runter, das ist ein bisschen gefährlich mit dem Hintergrund, weil man hier am Rand gleich so einen Schatten sieht. Aber wie gesagt, viel muss man eh nicht machen. Ich mache jetzt hier nochmal ein bisschen. Hier um die Augen rum, dass sie ein bisschen rauskomme. Ja, ich muss auch sagen, war es lichtmäßig ja schon recht gut ausgeleuchtet. Muss man viel machen. Vorher, nachher. Ihr seht so leichte Änderungen, was man machen kann. Ist so komisch, sich selber zu sehen. Hier die Nase ein bisschen. Genau. Was man auch noch machen kann, ist hier das ganz klein machen, hier nochmal in den Augen mit Weiß dann. Nochmal diese Catchlights entsprechend ein bisschen rausbringen, weil das ist immer wichtig. Dann glühen die Augen richtig. Nicht zu viel, aber ja, gut, das ist gleich so jetzt. Ja, war schon fast too much. Da habe ich jetzt hier meine History, wo ich zurück kann. Genau. Aber gute ist bei Ebenen, wie gesagt, jetzt ist ohne Dodge and Burn, das ist mit Dodge and Burn, ohne Dodge and Burn, mit Dodge and Burn. Das war jetzt die graue Ebene für die Person. Ja, viel mehr muss ich gar nicht machen eigentlich. Der Rest will ich dann eigentlich noch Farben anpassen gleich. Da wollen wir jetzt ein bisschen fancy werden, das ist aber auch ein bisschen experimentieren, das seht ihr gleich. Und genau hier war Dodge and Burn. Und
Jetzt kann ich auch sagen, wenn mir das zu stark ist, zum Beispiel, kann ich jetzt noch rechts die Helligkeit der Ebene reduzieren. Ich denke so, 79% ohne mit. Es ist subtil, aber es reicht. Ja, lieber zu wenig wie zu viel. Das Gute ist, wenn es mies wird oder nicht klappt, dann könnt ihr hier auch nochmal definitiv die Ebene einfach löschen und eine neue machen. Das ist Photoshop. Passiert nichts. Ja. Genau. Dann werde ich jetzt hingehen und also mir fallen die Farben noch nicht so. Eventuell will ich noch einen Hintergrund tauschen. Kann man kurz mal testen. Also ich mag ja relativ kontrastreiche Bilder und so weiter. Das kommt alles jetzt. So der Endlook. Ich gucke mal, ich kann Select, Auswahl, Subjekt. Ist mittlerweile richtig gut von Photoshop. Das ist krass. Ich könnte jetzt halt hier. Weiß gar nicht, wo ich. Muss jetzt aufpassen. Wo ich Ding habe. Ich weiß gar nicht, wo ich Texturen. Ob ich irgendwo. Gerade mal kurz durchsuchen. Ich habe irgendwo noch Texturen gehabt. Ist gerade mal schon auf der anderen. Das hab ich. Ich habe, wie gesagt, auch Leute mich nicht vorbereitet heute. Wenn ihr mir schreiben wollt, ihr könnt gern. Was sagt das? YouTube meckert jetzt hier. Ihr könnt auch gern auf den YouTube-Button unten rechts klicken und dann in YouTube mir schreiben, wenn ihr ein Konto habt, in den Chat. Würde mich sehr, sehr freuen. Ansonsten. Kurz. Ist leider nicht vorbereitet. Free. Ich hab mal Himmel. Nee. Weiß es gerade nicht leider, wo ich die hab. Schade, weil ich dachte, die habe ich irgendwo. Ich hatte mal so Texturen, wo ich dann so Hintergrund, wo ich gut für den Hintergrund nicht nutzen konnte. Ja, nee, finde es da nicht. Egal. Dann lassen wir das und machen weiter. Dann lassen wir den Hintergrund erstmal. Ich könnte jetzt, das Gute ist aber, zeige ich euch gleich. Was ich jetzt nochmal mache, ist das gleiche wie gerade eben. Ich klicke Alt hier drauf und mache eine Dodge and Burn Hintergrundebene. Und nenne es wieder auf weiches Licht und fülle es wieder hier mit dem. Ding, habe ich wieder das gleiche Spiel hier unten rechts, graue Ebene. Und jetzt gehe ich nochmal. Mein Headset ging aus. Okay, ich bin wieder da. Warum auch immer. Wenn es zu lang nichts hört, geht es glaube ich aus. Genau, dann habe ich jetzt nochmal Dodge and Burn Hintergrundebene gemacht. Und jetzt mache ich aber 100% Helligkeit und 5% Flow. Ja, also es ist Fluss, nennt sich das. Fluss definiert einfach nur und gehe auf 1500 Pixel. Oder 2500 Pixel. Fluss definiert nur, wenn, je länger ich. Ups. Je länger ich drauf drücke. Ich bleibe jetzt auf der Maus drauf und fahre und reibe und reibe und reibe. Und ihr seht, es wird immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler, immer dunkler. Was jetzt natürlich ein Demo, nicht Demo ist. Ja? Also das ist wie so ein langsam sich ausleerender. Oder verhält sich eigentlich auch ein bisschen wie so ein Pinsel, wenn man Farben mischt. Und damit kann ich jetzt, das zoome ich gern raus und gehe hier nochmal gerade so am Rand, so mache so eine natürliche Vignette rein, um das Licht auch, oder was ist das Licht, das Auge in dem Fall, auch mehr auf mich zu lenken. Jetzt ihr seht, wird natürlich das Orange recht dunkel hier. Ist gut, hier oben habe ich auch noch so eine komische Ecke, die muss ich noch bearbeiten, das sieht ein bisschen hässlich aus. Ups.
Jetzt kann ich auch mit Weiß, gehe ich dann nochmal ganz leicht um meinen Kopf. Und jetzt haben wir hier, wie ihr seht, ich zeige es euch gerade mal kurz. Sieht es so aus. Ja? Ich habe jetzt hier schwarz, hier schwarz, hier schwarz, hier schwarz. Aber hier, wo mein Kopf ist, mache ich jetzt so ein bisschen weiß. Wie man sieht, war das schon zu viel. Aber deswegen kann ich jetzt auch hier nochmal den Hintergrund reduzieren. 75%. So. Und jetzt habe ich so eine natürliche Vignette erstellt, die so einen Blick auf mich lenkt. So ein bisschen. Wie so ein Mini-Heiligenschein. Ist schon ein bisschen zu viel dunkel, finde ich. Da mache ich einfach nochmal mit Weiß hier drüber. Und hier oben, das sehe ich jetzt gerade noch, da gehe ich jetzt auf die letzte obere Ebene. Und hier, das hat es vorhin vom Kopieren nicht richtig gemacht. Dafür nutze ich jetzt. Ja, das blickt er nicht. Das blickt er nicht. Dann muss ich den Stempel nehmen wahrscheinlich. Und jetzt hier. Nee. Das blickt er nicht. Was nehmen wir dann? Probier es nochmal mit dem. Manchmal muss man einfach die drei, vier verschiedenen Stempel von Photoshop ausprobieren, welcher am besten. Ja, seht ihr, wenn er ein paar Mal drüber geht. Ja, jetzt sieht es besser aus. Das war so ein komischer Fleck. Gut, hier unten ist es ein bisschen arg dunkel, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke. Da kann ich jetzt aber nochmal mit Weiß ein bisschen. Ja, wobei hier. Ist es halt durch den grauen Hintergrund, der. Ist auch ein bisschen ein Challenge, jetzt muss ich sagen, zum Bearbeiten. Weiß wäre besser gewesen, aber gut. Genau, und jetzt haben wir hier so ein Natural. Also nochmal, so haben wir angefangen. So sind wir jetzt bis jetzt. Ich sehe gerade, hier könnte ich auch nochmal Dodge und Burn. So ein bisschen mir noch. So ein bisschen könnten wir mir hier noch so ein bisschen Highlights machen. Die Jawline auch hier ein bisschen aus. Das ist halt leider immer mit der Brille. Das ist halt als Brillenträger kennt man es. Das ist ja dieses Loch im Kopf. Ja, da kann ich jetzt nicht viel machen, leider. Das bessere ich auch nicht aus. Das ist halt eine optische Brechung von der Brille. Und genau, also nochmal vorher, nachher. Insgesamt nicht viel, aber ich finde es schöner. Und genau, eigentlich alles andere ist jetzt noch halt gut der Hintergrund. Gucken wir mal, werden wir gleich vielleicht fancy. Jetzt machen wir noch eins und das ist hier eine Einstellungsebene mit, das heißt, Color Balance, genau. Color Balance, diese Waage hier, wenn man das anklickt, legt es hier oben eine neue Ebene an, die da drüber liegt, über allen. Dann kann man hier doppelklicken auf diese, hier vorne, auf diese Waage, soll es darstellen, eine Waage. Und dann hat man hier diesen Channel Mixer hier oben. Und das ist nichts anderes wie ein Farbmanipulationstool. Das hat hier drei Ebenen: Schatten, Mitteltöne und Lichter. Ja, und das betrifft dann dementsprechend, also Lichter. Ich kann es euch einfach mal zeigen, was passiert, wenn ich jetzt hier ziehe, macht das alles, was hell ist, mehr. Jetzt Cyan oder Rot in dem Fall. Ich könnte jetzt auch die Farbe ändern zu keine Ahnung, irgendwas mehr Pastell. Ja. Oder hier so ein bisschen. Das überblendet es aber hier, wie ihr seht. Das gefällt mir nicht so. Der Pastell. Ich weiß auch noch nicht, welchen Look ich will. Das ist oftmals auch ein Trial-and-Error-Ding. Ja. Ist halt etwas extremer jetzt zum Beispiel. Ja, aber ich wollte schon das Blau-Rot, wobei Blau-Orange, aber jetzt hier habe ich jetzt in den Mitteltönen und jetzt noch in den Schatten. Was ist in dem Fall? Also jetzt wirklich, ich spiele nur rum und guck, was mir so gefällt. Ja. Auf jeden Fall hier irgendwie so ein bisschen mehr Blau will ich noch. So. So vielleicht. Ohne mit, ihr seht, das macht schon einen krassen Unterschied, ja, also ohne Channel Mixer, mit Channel Mixer.
Und so könnt ihr die Farben halt leicht ändern. Und dann nutze ich auch immer noch gern die. Ne, Levels nicht wirklich in dem Fall. Ich nehme die Kurven jetzt in dem Fall. Das ist aber auch, ihr könnt es auch anders, ihr könnt auch Levels nutzen oder ihr könnt Helligkeitssättigung nutzen. Jeder muss das für sich finden. Hier gehe ich jetzt auf die Kanäle und zum Beispiel, ich kann das jetzt auch richtig ins Rot bringen, ja, will ich aber gar nicht so, sondern das war ja eher so ein Orange. Ich muss sozusagen Orange ist meine Lieblingsfarbe, Leute. Und in Blue. Auch versuchen ungefähr. Das Orange ist noch ein bisschen stark. Ups. Kann man auch so einen Poster-Look machen, ja, aber ist natürlich hässlich. Hier kann man die Helligkeit ein bisschen rausnehmen. Also ihr seht, das Orange ist noch sehr dominant hier, finde ich. Ja, und ich versuche dann hier leicht schöne pastellene Balance hier reinzubringen. Ja, so. Ja, okay, momentan ganz gut. Und jetzt allgemein gehe ich hier ein bisschen Helligkeit runter. Und hier auch ein bisschen mehr für einen richtig satten Look. So. Genau. Und jetzt nochmal zum Vergleich. So haben wir angefangen. Ja. Also, so haben wir angefangen. Und hier sind wir jetzt. Ja, was ein bisschen Kurven und Farbe ausmacht. Ja, also so. Es ist halt super flach. Grau und grau. Und jetzt hat es wirklich Punch. Ja, finde ich cool. Und, was kann man noch machen? Wenn man jetzt noch super fancy werden will, ja, kann man jetzt sagen, eigentlich, ja, kann man es so lassen, würde ich behaupten. Jetzt könnte man es so schärfen. Zumindest muss ich gerade überlegen, ich schärfe meistens, indem ich jetzt Steuerung Alt Shift E drücke. Ja, und dann macht es hier eine neue komplette Ebene mit allem Sichtbaren. Also das heißt, der Stand, den man gerade sieht, macht es dann. Das sieht ihr jetzt rechts hier oben, das ist jetzt komplett. Und da gibt es was Schönes, das nennt sich Rechtsklick Convert to Smart Object, nennt sich das. Ein Smart Objekt konvertieren. Wenn ihr eine Ebene in ein Smart Objekt konvertiert, wird diese super dynamisch. Ja? Also die Ebenen allein sind ja schon ein dynamisches Verhältnis in Photoshop. Und mit Smart Objekten könnt ihr nochmal auf Ebenenbasis Filter applizieren, die ihr dann wiederum nachträglich ändern könnt. Was ziemlich geil ist, weil ich zeige es euch. Jetzt habe ich das Rechtsklick konvertiert an Smart Objekt und jetzt gehe ich auf Filter und mache den Kamera Raw Filter. Jetzt kommen wir nämlich dahin zurück, wo wir angefangen haben. Und jetzt haben wir es wieder hier in unserem Kamera Raw Filter, wie am Anfang. Das ist jetzt wieder alles auf Null, weil wir jetzt sozusagen wieder mit einem neuen Bild anfangen. Ja, ich könnte jetzt auch hier nochmal sagen, keine Ahnung, ich will jetzt hier nochmal mehr Kontrast rein, was ich echt ganz cool finde. Oder doch nochmal ein bisschen mehr Helligkeit. Man muss auch immer dran denken, verschiedene Screens sind verschieden kalibriert. Genau, ich könnte jetzt auch noch hier so hässliche Texturen, so scheiße, aber das machen wir nicht. Ja, weichzeichnen. Oder sowas, ja, immer 100%, Leute. Spaß. Also, das Wichtigste ist immer, ich habe jetzt hier reingeballert, ja, weil ich es auch viel, ich mache immer gern relativ viel, oder hier Wildbrands, ich könnte es hier richtig krass kontrastmäßig machen, ja, oder entsättigen. Will ich jetzt gar nicht in dem Fall. Ich habe hier ein bisschen mehr Kontrast nochmal reingemacht, ein bisschen mehr Helligkeit nochmal reingemacht, um den Kontrast auszugleichen. Finde es eigentlich ganz nice. Vielleicht etwas Highlights raus, um das Orange hier ein bisschen abzusättigen, so, dass es nicht so blendet. Und jetzt gehe ich nochmal auf Detail, mache hier Sharpening und jetzt schärfe ich nach Auge und für mein Medium. Jetzt habe ich es in der Größe, wo ich sage, okay, wenn es so groß gut aussieht, sieht es auch für Instagram zum Beispiel gut aus oder für sonst schon was, Profilbild, Facebook oder was weiß ich, ja. Immer für euer Medium schärfen. Das heißt, wenn ihr es drucken wollt, müsst ihr anders schärfen. Wenn ihr es auf 10 Meter Leinwand drucken wollt, müsst ihr es anders schärfen. Für Instagram. Es gibt keinen Richtwert, ja. Ich schärfe das jetzt auf so, wie es mir jetzt meines Erachtens zu krass aussieht. Und wenn ich mal ein bisschen rangehe. Ja, also man sieht, es fängt an, irgendwann kriselig zu werden hier an der Nase und so weiter. Jetzt zum Beispiel wird schon zu viel. Also so, dass man eine
Augen doch ein bisschen Schärfe zurückkriegen. Und was ich dann mache, ich mit Alt gedrückt halten auf der Maske hier und ziehe das runter. Und jetzt gehe ich nur auf die Augen. Das ist alles, was weiß ist, wird geschärft, alles, was schwarz ist, nicht. Und jetzt werden nur die Augen, und da kann ich nochmal ein bisschen nachschärfen. Jetzt haben die Augen nochmal ein bisschen Punch bekommen. Mache jetzt okay. Und wie ihr seht, jetzt ist das Ding nochmal einen Tacken schärfer insgesamt. Die Augen sind hier geschärft. Und was jetzt richtig cool ist, ihr seht jetzt Smart Filters hier rechts. Einmal habt ihr jetzt hier so eine weiße Ebene, wo ihr jetzt sagen könnt, ihr wollt diesen Filter jetzt zum Beispiel, ich demonstriere es nur kurz, auf gewisse Ebene, also auf gewisse Dinge nicht anwenden. Zum Beispiel, ich will den Filter für meinen Kopf, aber nicht für den Hintergrund. Da kann ich hier drumrum malen und jetzt kriegt der Hintergrund nicht diese Einstellung von gerade eben. Ja, also wie ihr seht, wird jetzt nur das Gesicht, das sieht man jetzt nicht so gut, aber ups, jetzt wird es gar nicht mehr appliziert, so, jetzt wird es überall appliziert. Das könnt ihr machen oder ihr könnt hier doppelklicken und ihr kommt wieder in den Filter mit den Einstellungen wie gerade eben, was ziemlich nice ist. Ja, also da habt ihr ja den Vorteil, dass ihr jetzt hier wieder sagen könnt, ah, ja, ich will doch vielleicht ein bisschen mehr Schärfe, ich kann jetzt hier nochmal draufklicken. Ja, ist jetzt übertrieben halt, ich mache jetzt nochmal ein bisschen mehr oder ich möchte doch nochmal, was weiß ich, ein Filmkorn hier hinzufügen für den Vintage-Look, ja, oder irgendwie eine Vignette mehr. Keine Weise, sterben Babykatzen. So, das habe ich jetzt einfach nachträglich hinzugefügt und es ist jetzt in dem Filter drin, aber ich kann jetzt genauso das aus dem Filter wieder rausmachen. Ich muss nicht wieder alle Einstellungen anpassen. Ja, das ist ziemlich nice. Und praktisch Smart Filter, Rechtsklick in Smart Object konvertieren, dann Filter anwenden und dann könnt ihr somit auch die Sachen wieder abändern, wie ihr wollt. So, grundlegend würde ich sagen, ist nice. Wenn ich jetzt auch noch ganz fancy werden will, was auch immer nice ist zum Rumspielen, hier unten auf das, ja, das sieht man jetzt vielleicht wegen dem Logo nicht so gut. Da ist so ein kleines weiß-schwarzes Kreisteil, Fill Layer, und da gibt es Color Lookup. Ja, und da kann man solche LUTs, die sind hier eingebaut, die kann man da anwenden. Das sind nochmal so Farblooks, natürlich jetzt so komplett anders aus, ja. Das sind so Farblooks, die kann man nochmal drauf machen. Die gehe ich jetzt mal hier. Blau weg zum Beispiel, ja, mega schön. Hier mega orange. Oder Fuji hat so ein bisschen, den mag ich sehr, den Fuji-Look. Da hat so ein bisschen Ding. Und dann kann man jetzt wiederum hier mit der Blendebene spielen. Zum Beispiel kann sagen, vielleicht gibt es da was. Das ist zu krass, zu krass, zu krass. Ja, nee, keine Ahnung. So bearbeite ich manchmal auch Bilder, indem ich einfach probiere. Oder ich will jetzt hier mehr so ein Poster-Look. Das sieht scheiße aus. Ja, genau. Also, das kann man hier mit dem, was hier vielleicht sogar passen wird, um nochmal Teal Orange plus Kontrast. Teal Orange plus Kontrast. Und das können wir jetzt mal gucken, ob wir da eine Ebene finden. Ja, ist aber zu krass. Ja. Also, das ist schon der Filter, wie die Lichter, die ich verwendet habe, sozusagen. Aber das seht ihr, das wird zu arg. Ja. Das ist dann too much mit dem. Also in dem Fall nicht so geil. Ja, lasse ich weg. Ist manchmal noch eine Option, wo ich einfach mal durchklicke. So, alles in allem, wenn wir es so mal vergleichen: Anfang, Ende, Anfang, Ende. Ja, nicht viel gemacht. Habe jetzt ein bisschen viel gelabert, war jetzt auch eine Dreiviertelstunde. Aber ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wie gesagt, was jetzt auch noch geht, dann natürlich dann einfach sagen, Datei exportieren, fürs Web speichern und dann das als JPEG rausballern. Auch ganz praktische Funktion hier unten, könnt ihr die Größe ändern. Die langen Kanten bei Facebook und Instagram sind, glaube ich, 1500 Pixel in der Regel oder 2048 Pixel. Da könnt ihr eingeben, also genau lange Kante. Ist jetzt in dem Fall Hochkant, genau. Und dann 100% optimized. Und dann geht's los. Dann könnt ihr hier speichern. Und könnt es Color Portrait nennen. Und zack, ihr habt es gespeichert. Und das war's. In dem Sinne, danke ich allen fürs Zuschauen, Leute. Das war heute Teil 1. Kleines Experiment, relativ spontan. Von der Wagehals Academy. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe gesehen, 12 Leute, glaube ich, haben zugeschaut. Momentan schaut auch noch jemand zu. Ich weiß nicht so genau, wie das läuft. Ich habe das auf meiner Homepage implementiert, wagehals.media, dass ihr da reinschauen könnt.
Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr könnt mir gerne auf Insta schreiben, entweder auf meiner Sandrigo-Seite, Sandrigo87 auf Instagram oder wagehals.media auf Instagram. Und ja, ich lasse das Video online, das kommt jetzt in die Playlist, das könnt ihr euch nachher nochmal angucken, wenn es da Fragen dazu gibt, wenn es Anregungen gibt, wenn es Tipps gibt, oder was heißt Tipps, wenn es Fragen gibt, was ihr sehen wollt, gern, ich würde sowas gern einmal die Woche machen, ja, völlig free natürlich für euch, dass wir uns zusammen hinhocken, immer irgendwie abends, an einem Tag oder irgendwas und dann loslegen. Und ansonsten, ja, ihr kennt's, wenn ihr das Video auf YouTube schaut, lasst einen Daumen da, lasst ein Subby da, die Glocke wie immer nicht vergessen, ja, nee, Spaß. Und ich wünsche euch allen auch ein frohes neues Jahr. Es ist ja ein neues Jahr am Start. Und genau, bleibt gesund und man hört sich, sieht sich, schreibt sich, liest sich. In dem Sinne, be creative, be a Wagehals, checkt mich aus und ich freue mich aufs nächste Mal. Peace, euer Sandyman. Haut da rein.